Hallo und herzlich willkommen im Keller. Thema heute Energie on Tour, und zwar Strom. Und zwar wieder für meine Grönland-Tour, weil ich mich damit intensiv damit auseinandersetzen musste. Kurzer Disclaimer, das ist nur interessant für Leute, die sich entweder Möglichkeit A für das Thema einfach interessieren oder Möglichkeit B, die auch viel Stromverbrauch bei langer Zeit abseits der Zivilisation haben. Ja, also wenn du viel Strom brauchst und trotzdem lange weg vom Stromnetz bist, dann könnte dieses Video für dich interessant sein. Alle anderen können auch natürlich so zuhören, weil sie Spaß dran haben, wenn sie möchten. Ne? Oder weil sie es rein theoretisch interessiert. Das nur als kleiner Disclaimer. So, Akkukunde. Also grundsätzlich, mal vorneweg, es gibt, das klebe ich euch noch hinten dran. Also wenn ich dran denke, schneide ich das hinten noch dran, wie dieses Ding hier funktioniert. Aber damals, als ich noch jung war, habe ich meine Akkus, die ich so dabei hatte auf Tour, beziehungsweise meinen kompletten Tour-Strombedarf, weil ich nur fotografiert habe. Ja, ich habe nicht noch Videos gefilmt, ne, sondern ich habe nur fotografiert. Da konnte ich meinen Strombedarf auf Tour problemlos mit dieser Handkurbel hier decken. Die ist heutzutage viel zu schwach. Die gibt hinten und vorne nicht genug Leistung, beziehungsweise man müsste eine Armee von Kurbeln dabei haben, um damit genügend Strom zu erzeugen für den Strombedarf, den die moderne Technik, die man auf Tour so mitnehmen kann, nicht muss, aber kann, so braucht. Deswegen muss man entweder heutzutage, weil man damit nicht mehr klarkommt, jede Menge Akkus dabei haben, zum Beispiel einen Haufen Akkus für jede Kamera, die man mitschleppt. Ein Haufen Akkus für die Taschenlampe, die man mitschleppt. Naja, ein Haufen ist relativ, kommt drauf an, wo man hingeht. Meistens reicht da einer oder zwei Ersatzakkus. Dann braucht man noch sein Telefon, vermutlich. Es wird kaum jemanden geben, der das daheim lässt. Warum, wozu das alles gut ist, wisst ihr selber, muss ich nicht sagen. Dann wird man dafür noch eine Powerbank brauchen, weil man mit einer Ladung von dem Ding wahrscheinlich nicht allzu weit kommt. Mindestens eine kleine Powerbank wie diese hier. Vielleicht braucht man auch eine ganz große, wenn man Grundinfo hat, sein Telefon viel zu verwenden. Und wenn man dann, wie ich, noch so ein schlechter Mensch ist, der noch ein E-Book wieder mitschleppen muss, weil er ohne Bücher nicht leben kann und schon gar nicht auf einer Urlaubstour letztendlich und da unbedingt was zu lesen dabei haben möchte, dann haben wir eine Taschenlampe, ein Handy, zwei Kameras in meinem Fall, einen E-Book Reader. Ja, eigentlich zwei Taschenlampen, weil Frau auch noch eine Taschenlampe dabei hat. Wenn Frau jetzt noch ihr eigenes Handy mitschleppen würde, was sie nicht tut, dann hätten wir noch mal zwei Handys, dann hätten wir noch mal mehr Strombedarf. Wenn wir dann beide an dem Gerät hängen. So kann immer nur einer, wenn überhaupt das Teil mal als Unterhaltungselektronik genutzt werden soll. Also, ihr seht, da kommt relativ viele Verbraucher kommen da zusammen. Muss man so viele mitschleppen? Nein, muss man sicherlich nicht. Kann man aber, und wer da irgendwie ein Bedürfnis hat, eben viel stromverbrauchendes Zeug dabei zu haben, braucht auch entsprechend viel Strom. Auch noch eine Möglichkeit, was man ebenfalls dabei haben kann, je nach Tour, was auch noch Strom braucht, wenn man sich zum Beispiel für einen Steripen entscheidet, also einen UV-Wasseraufbereiter, auch der braucht Strom. Den muss man auch unterwegs nachladen. Und wenn man dann noch irgendwo unterwegs ist, wo man nur mit GPS navigiert, dann braucht das GPS auch noch Strom. Muss man auch wieder Strom dabei haben. Also, Dinge, die man auf Tour mitnehmen kann, die Strom brauchen, gibt es inzwischen viele. Das ist dann kein Problem, wenn die Abschnitte zwischen Besuchen am Stromnetz kurz genug sind. Sind sie aber lang, dann muss man sich Gedanken machen, nimmt man lieber viele Stromspeicher mit oder nimmt man lieber was mit dem man Strom erzeugen kann unterwegs. So, Letzteres könnte auch noch interessant sein für diejenigen, die gerne für Notfälle einfach noch eine Möglichkeit im Hause haben möchten, falls mal über einen längeren Zeitraum das Stromnetz zusammenbricht, beispielsweise, um dann eben Strom erzeugen zu können. Also auch abseits von Touren wäre das vielleicht gar nicht so doof, sowas zu Hause rumliegen zu haben. Ich bin jedenfalls froh, sowas zu besitzen. Aber muss jeder selber wissen, ne? Ob man da das Risiko eben entsprechend eingehen möchte, dass dann der Strom weg ist und weg bleibt. Oder man kommt einfach klar ohne Strom oder man hat eine Möglichkeit. Ja, habe ich jetzt alles gesagt, gell? So, Grundlegendes zu Strom. Das hier ist ein Akku. Da ist Strom drin. Genau genommen natürlich Leistung, also Watt. Ne? Und Watt ist ja ein Maß für Energie. Und diese Energie in Form von Strom kann halt genutzt werden, um jedes erdenkliche elektrische Gerät anzutreiben, wo jetzt diese Form von Akku bzw. Batterie reinpasst. In diesem Fall ist es ein Sony NPB-X1. Akku, der passt in sehr viele Sony-Kameras, aber in was anderes dann auch nicht mehr. Theoretisch gäbe es auch noch sicherlich irgendwelche Adapter, mit denen man den Strom hier aus dem Akku ziehen kann,
und dann via USB-Kabel in irgendwas anderes leiten. Also mit so einem Akku beispielsweise eine Powerbank aufladen. Wenn man den entsprechenden Adapter hat, ist das zumindest technisch möglich. Habe ich nicht, macht auch keinen Sinn für mich. Aber theoretisch würde das gehen. Ja, aber großer Fehler bei den Akkus heutzutage und bei den Gesprächen über Akkus und bei dem, was man im Internet über Akkus so findet. Und wenn man irgendwo Akkus kaufen möchte, dann kommt man dauernd auf diese olle Zahl, die sich Milliampere-Stunden nennt. Zum Beispiel 10.000 Milliampere-Stunden als Angabe für die Kapazität eines Akkus. Das ist aber nicht die Kapazität, das ist nicht die Menge an Arbeit, die in Form von elektrischem Strom da drin gespeichert ist, sondern das ist lediglich die Stromstärke. Und da machen wir jetzt mal ein Beispiel. Wenn wir uns nur diese blöden Milliampere-Stunden angucken, die in der Werbung immer überall stehen, ja, dann wäre nämlich dieser Akku hier, der hat nämlich 1050 Milliampere-Stunden und dieser Akku hier, der hat nämlich 1000 Milliampere-Stunden, dann wäre da in beiden das gleiche drin. Ja, logisch, steht ja drauf. Ist aber falsch und damit möchte ich gleich mal zum Ausdruck bringen, vergesst diese beschissene Angabe mit Milliampere-Stunden, die allein sagt nichts über die tatsächlich im Akku speicherbare Energie aus. Denn der Akku hier hat, um es mal genau zu nehmen, 3,7 Volt und dann 1000 Milliampere-Stunden. Volt sind aber nicht egal, sondern wichtig, nämlich die Wattstunden, die hier drin sind, die eigentliche Leistung. Watt ist Volt, also Spannung mal Stromstärke, also Volt mal Ampere. Also 3,7 Volt mal 1 Ampere, 1000 Milliampere, Milli heißt 1000, wieder Millimeter, ein Tausendstel Meter. Also ein Milliampere sind ein Tausendstel Ampere. 1000 Milliampere sind logischerweise 1 Ampere. So, also 3,7 Volt mal 1 Ampere macht 3,7 Watt. Und das steht hier, wenn man dann genau hinguckt, sogar auch drauf. Ja, jetzt kann man es lesen, ne? 3,7 Watt. So, soweit so schön. Rein von den Milliampere klingt das ja so, als wäre dieser Akku genauso groß wie dieser Akku, weil der hat auch nur 1000 Milliampere. Der hat aber zwar nur 1000 Milliampere, aber nicht 3,7 Volt, sondern 7,2 Volt. Weshalb dieser Akku dann 7,2 mal 1,05 Ampere, Entschuldigung, und damit 7,6 Wattstunden hat. Ja, also 7,6 Wattstunden, 3,7 Wattstunden, fast doppelt so viel. So, und jetzt gucken wir uns diese Akkus mal an. Der hier ist fast doppelt so dick, der ist ein Ticken länger und der ist auch noch ein kleines bisschen breiter. Überraschung! Ein kleiner Akku kann nicht so viel Energie enthalten wie ein großer Akku. Es gibt aber Qualitätsunterschiede. Zu sehen zum Beispiel bei diesen hier. Das hier ist jetzt der NPB X1 Original-Akku von Sony. Kosten Schweinegeld, wenn man die nachkaufen möchte. Ich glaube, die kosten 40 Euro oder was. Und das hier ist ein billiger Nachbau. Die kriegst du ab 5 Euro nachgeschmissen. Funktioniert auch. Muss man wirklich sagen, funktioniert auch. Aber da ist nicht nur gefühlt weniger Energie drin, sondern da ist auch tatsächlich weniger Energie drin, weil der hat eben nur 3,7 mal 1000 Milliampere, 3,7 Wattstunden. 3,7 Wattstunden. Der hier hat 4,5. Warum? Weil der hat mehr Spannung. Der hat zwar die gleiche Voltzahl, aber der hat 1240 Milliampere. Also im Fall, wenn man diese beiden Akkus vergleicht, ist Milliampere schon ein wichtiger Wert. Und ich will nicht sagen, Milliampere ist nicht wichtig. Milliampere ist natürlich wichtig, aber wenn man sich wirklich beim Akkukauf nur nach scheiß Milliampere richtet, dann kann man verarscht werden, ja, weil von Milliampere her sind eben der hier und der hier identisch, obwohl in dem doppelt so viel Strom drin ist. Und schon hat man da, ne, beispielsweise auch wenn man auf Amazon nach Powerbanken sucht, da findet man dauernd Angaben, so und so viel Milliampere, so und so viel Milliampere, so und so viel Milliampere. Bei den ganz billigen steht gar nicht dabei, wie viel Wattstunden da drin sind. Da kann es also sein, dass du eine 20.000 Milliampere Powerbank für 19,95 Euro kaufst und dann hat die bloß 3 Volt.
und dann wärst du bei gerade mal 60 Wattstunden. Während du alternativ vielleicht bei einem namhaften Hersteller eine 20.000 mAh Powerbank kaufst, die 5 Volt hat. Und dann bist du bei 100 Wattstunden. Das macht dann schon einen deutlichen Unterschied. Und das Schöne ist, beziehungsweise das Schlimme ist, die sind oft ähnlich groß und ähnlich schwer. Weil da kann man dann wirklich die Qualitätsunterschiede wieder sehen. Dieses Ding hier, ich wusste gar nicht, dass das eine gute ist, aber die war, glaube ich, als ich sie gekauft habe, tatsächlich gar nicht mal so billig. Intenso ist jetzt vielleicht auch nicht der größte Markenhersteller, den man jemals gehört hat. Aber die hat 6600 mAh, das klingt jetzt erstmal nicht so viel, ist aber doch reichlich Strom drin, weil sie hat 5 Volt. Und damit kommen wir auf 24,42 Wattstunden hier drin. Das entspricht 3 und ein bisschen solchen Akkus. Ja, also, und das ist jetzt dahingehend spannend, dass, wenn man jetzt 3 solche Akkus hier nimmt, die hochwertigen von Canon, und legt die, also ich habe jetzt keinen dritten gerade griffbereit, aber man kann sich es ungefähr erahnen, weil die sind auch noch, die sind nicht ganz so dick, die sind nicht ganz so lang. Und wenn man den dritten dazu nimmt, dann kommt man ungefähr auf das gleiche Volumen von der Powerbank hier. Ne? Ungefähr, hier nochmal der dicken Vergleich, da sieht man, die sind ein bisschen mehr als halb so schmal, beziehungsweise halb so dick. Also ungefähr kommt es auch darauf hinaus. Also die Leistung, die hier drin ist, entspricht 3 solchen Akkus. 3 solche Akkus sind ungefähr so groß wie das da. 3 solche Akkus wiegen genauso viel fast wie das da. Es nimmt sich also nicht viel. Es gibt wenig Magie bei Stromspeicher. Es gibt lediglich einzelne Stromspeicher, die scheiße sind. Also die sind noch schlechter als das, was ich jetzt gerade... Ne, das ist alles jeweils gut. Jeweils gut. Diese Powerbank zum Beispiel, die ist schlecht. Warum? Weil die wiegt genauso viel wie die hier. Die ist auch ungefähr genauso groß. Die ist natürlich ein bisschen länger, dadurch weniger breit und so weiter und so fort. Aber in etwa hat sie das gleiche Volumen wie die hier. Hier sind aber nur, ich glaube, 16,3 Wattstunden drin. 16,3 zu 24,4. Und beides ist gleich schwer. Ich habe es eben nachgewogen. Also fast gleich schwer, vielleicht 5 Gramm Unterschied. Aber bei der Leistungsdifferenz sind 5 Gramm nichts. Soll heißen, das ist einfach ein schönes Beispiel für, mehr als 24 Wattstunden wirst du in so einen Kasten nicht reinbekommen. Allein weil die Canon-Akkus, das darf man Canon unterstellen, die sind auch sauteuer, die Original-Akkus, wahrscheinlich das Maximum an Leistung drin haben, was man in so einen kleinen Kasten reinkriegen kann. Das darf man Canon wirklich unterstellen. Und dann passt es ja wieder. Ne? Wie gesagt, 3 davon, ich habe es jetzt oft genug gesagt. Das heißt, also das ist nur zu erklären, dass die hier genauso schwer und genauso groß wie diese Powerbank ist, damit dass diese hier billig ist und schlecht. Weil anders kann ich das nicht erklären. Außer sie hat noch irgendwelche Zusatzfeatures. Und tatsächlich ist genau das der Fall. Die hat nämlich, sage und schreibe, eine Taschenlampe. Und zwar eine schwache. Aber wahrscheinlich ist es tatsächlich der Lampentechnik, die hier noch zusätzlich verbaut ist, geschuldet. Und der vielleicht etwas geringeren Qualität der Powerbank an sich. Vielleicht auch dem etwas eigenartigeren Design und weniger praktischen Design als dieses komplette Rechteck hier ohne abgerundete Kanten und sonst was. Wahrscheinlich wird es daran liegen, dass die hier ein bisschen weniger Energie pro Gewicht hat. Für uns auf Tour ist nämlich genau das entscheidend. Wir wollen möglichst viel Energie pro Gewicht, Energiespeichermedium dabei haben. Also es ist fast schon egal, welche Powerbank man kauft. Tendenziell sind die mit mehr Leistung pro Leistung, wenn sie hochwertig sind, ja, also nicht eine billige kaufen, so wie dieses Ding hier, ja, und ohne Zusatzfeatures, lass die blöden Zusatzfeatures wie Lampen und was weiß ich, 28 verschiedene Anschlüsse, lass das lieber weg, das wiegt alles auch was, das macht euch nur die Leistung pro Gewicht, Rating macht euch das kaputt, aber im Regelfall sind die leistungsstärkeren Powerbanken ein bisschen leichter als mehrere kleine, die man dann alle zusätzlich miteinander rumschleppt. Bei den normalen Powerbanks. Weil jede Powerbank für sich hat neben der eigentlichen Batterie, die da drin ist, ja auch noch ein bisschen Technik verbaut, weil die Anschlüsse
Und da drin ist meistens noch irgend so eine intelligente Ladetechnik, die in irgendeiner Form regelt, dass Akkus, die damit geladen werden, nicht überladen werden. Die regelt, dass die Powerbank, wenn sie selber aufgeladen wird, nicht überladen wird. Die regelt, dass die Powerbank, wenn aus ihr geladen wird, nicht tiefenentladen wird und so weiter und so weiter. Und diese Technik, die nimmt zwar nicht viel Platz ein und die wiegt auch nicht viel, aber angenommen, wir schleppen 4 von diesen Powerbanken rum, im Vergleich mit einer mit der vierfachen Leistung, dann haben wir bei der mit der vierfachen Leistung einmal diese Technik, auch wenn die nicht viel wiegt. Wenn wir 4 von denen hier mitschleppen, haben wir 4-mal die entsprechende Technik zur Steuerung der Powerbank dabei. Und deswegen ist tendenziell, je größer die ist, desto bisschen besser eben das Leistung pro Gewichtsverhältnis. Aber ich betone, nur ein bisschen besser. So, dann gibt es noch als andere Lösung im Vergleich zu, also als Alternative zu Powerbanken, habe ich mich inzwischen schlau gemacht, kann man auch solche normalen Akkus, wie man sie in Geräte einlegen kann, also insbesondere diese hier, diese runden, langen, das ist jetzt ein, da gibt es aber noch andere, die ein bisschen anders heißen und ein bisschen was anderes drin, ein 1865 0B, also NCR 1865 0B, irgendwie sowas, die gibt es auch mit eigenem kleinen Micro-USB-Anschluss. Und die sind dann deswegen toll, weil also ein Teil hat ca. 10 Watt, ca. 10 Wattstunden, ein so ein Ding, wiegt dabei aber selbst mit Micro-USB-Anschluss nur 50 Gramm. So. Das heißt, wenn wir drei davon mitnehmen, dann sind wir bei 150 Gramm. Okay, wir haben dreimal noch einen Micro-USB-Anschluss drin, aber wir sind trotzdem bei 150 Gramm und bei ca. 30 Wattstunden. Nehmen wir jetzt mal zum Vergleich unsere billige, blöde Powerbank. Die hat nicht 30 Wattstunden bei 150 Gramm, bei 150 Gramm wiegt sie auch. Aber dabei hat sie bloß 16,3 Wattstunden, also knapp die Hälfte einer Lösung mit 3 solchen Akkus mit USB-Anschluss. Das wäre also extrem effizient verglichen hierzu. Das Ding wiegt auch 150 Gramm, hat statt 30 nur 24,4. Also auch da wären wir immerhin noch um ca. 20% besser mit der Lösung mit 3 solchen Dingern, jeweils mit USB-Anschluss. Wo ist der Haken? Ja, die sind teuer. Also vor allem die mit USB-Anschluss. Da habe ich mal geschaut, bei irgendeinem so schönen Elektronikfachhandel, gar nicht bei Amazon, sondern bei irgendeinem so Elektronikfachhandel, wäre man bei rund 17 Euro pro Dingens. Das macht dann 51 Euro für 3 davon. Während man für so eine Powerbank, selbst wenn es eine vergleichsweise gute ist, für so eine kleine, naja, maximal 25 Euro hinlegen würde. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die teuer, vielleicht auch 30. Aber ja, preistechnisch ist das schon ein Unterschied. Dann gibt es noch einen weiteren Haken, wenn man diese Dinger hier mit Micro-USB-Anschluss nimmt. Die soll man, so wird es zumindest empfohlen, nach dem, was ich jetzt im Internet recherchiert habe. Und wenn sich jemand mit Technik großartig auskennt und mir widersprechen möchte, bitte tut euch keinen Zwang an und tut es gerne in den Kommentaren. Aber die Teile hier mit dem Micro-USB-Anschluss, die soll man mit maximal 1 Ampere laden. Also als Ladestrom. Und das ist jetzt schwierig, weil viele Geräte, die man zum Aufladen von den Dingern dann wieder benutzen kann, beziehungsweise viele Ladekabel, viele Ladegeräte, haben mehr als 1 Ampere. Beispielsweise, wenn man auf Tour ein Solarpanel dabei hat, dieses hier hätte 2,3 Ampere. Das drosselt, glaube ich, auch nicht runter. Jedenfalls bin ich mir nicht sicher genug, um das riskieren zu wollen. Und das hier hat sogar 2,4 Ampere Ladestrom. Und das wäre dann halt doch zu viel und wahrscheinlich würde man sich auf die Dauer dann damit diese Akkus kaputt machen, weshalb ich diese Methode nicht ausprobieren möchte. Und davon abgesehen ist es mir auch zu teuer, weil ich müsste immer noch bei 300 Wattstunden Strombedarf für meine ganze Tour, trotzdem, wenn die jeweils 10 haben, trotzdem 30 von diesen Teilen mitschleppen, die 50 Gramm wiegen pro Stück. Macht also 1,5 Kilo an Akkus. Auch nicht mehr schön. Auch nicht mehr schön, ne? Also auch nicht wirklich eine Lösung. So, ich muss jetzt mal, apropos Akkus, den Akku wechseln. Kurz zur Erläuterung, wo kommen jetzt auf einmal diese 300 Wattstunden als Gesamtenergiebedarf für die ganze Tour her? Ich habe jetzt ungefähr 15 Wattstunden pro Tag an für Kameraarbeit gerechnet. Das sind bei 10 Tagen 150 und bei 14 Tagen dann logischerweise 180.
dann packe ich da noch eine gewisse Sicherheitsreserve obendrauf, dass es dann 200 wären. Und dann hätten wir noch 100 Wattstunden, um auch mal ein bisschen das Handy zu verwenden und vor allem den E-Book-Reader zu verwenden. Und ja, das, sagen wir noch mal so ungefähr 50 bis 60 Wattstunden. Und dann sind wir bei 260. Und wieso sind wir jetzt nur bei 260 und ich sage 300? Naja, wegen Ladeverlusten. Weil die Energie, die ich mitführe, ja nicht so direkt im entsprechenden Gerät zur Verfügung steht, weil Beispiel Smartphone, das Ding lädt man über die Powerbank auf und wenn man in der Powerbank meinetwegen 5 Wattstunden drin hat, dann landen von diesen 5 Wattstunden nicht alle 5 im Handy, sondern nur 4,5. Wenn es gut läuft, so circa, sagt man immer so etwa 10% Ladeverluste abziehen. Ich wäre da noch ein bisschen großzügiger und würde sagen, ich ziehe mal lieber 20% ab und dann haben wir so in etwa eben diese 260 Watt, die ich eigentlich kalkuliert habe und mit dem Aufschlag durch eben entsprechende Ladeverluste beim Nachladen der entsprechenden Geräte und dann kommt man eben auf diese 300 Wattstunden. Also nur, dass euch klar ist, wie die Kalkulation da eben entsprechend funktioniert. Muss man auch immer bedenken, wenn man viele, viele kleine Akkus mitschleppt und die immer wieder vorhat nachzuladen, dann ist das vielleicht vom Ladeverlust her auch nicht unbedingt so effizient wie eben einen entsprechend großen, wobei, also sobald man was aus einem anderen Akku lädt, hat man ja immer diesen Ladeverlust. Die einzige Möglichkeit, überhaupt keine Ladeverluste zu haben, ist tatsächlich, dass man sagt, okay, ich brauche meinetwegen 2 Kamera-Akkus pro Tag, dann schleppe ich auch tatsächlich 2 Kamera-Akkus pro Tag mit. Also insgesamt 28 Kamera-Akkus, ne? Also jetzt für die Hauptkamera gesehen. Aber gut, dazu kommen wir jetzt gleich noch, nur jetzt erstmal, um noch das mit dem Ladeverlust erwähnt zu haben und wie ich auf eben diese 300 mAh komme. Gut, also mit der Lösung hier wären wir bei 1,5 Kilo für eben entsprechend 30 solche Akkus. Ist nicht wirklich schön, ne? Wirklich nicht schön. Aber wäre immer noch interessanterweise effizienter als beispielsweise solche Powerbänke dabei zu haben, weil die haben roundabout 16 Wattstunden Leistung. Jetzt sagen wir mal, es wären nur 15, damit es besser zu rechnen ist. Dann müsste ich davon immer noch 20 Stück mitschleppen. Ja? Und eine wiegt 150 Gramm, 10 wiegen also 1,5 Kilo und 20 sind 3 Kilo. Ich wäre also doppelt so schwer wie mit der Lösung mit diesem Zeug. 3 Kilo allein an Akkumaterial mitschleppen ist ein bisschen krass. 1,5 Kilo Akkumaterial mitschleppen ist auch schon krass, erscheint aber in diesem Zusammenhang plötzlich schon viel besser. Ne? Jetzt nehmen wir mal an, wir würden eine gescheite Powerbank mitnehmen. Die ist ja immer noch nicht so effizient wie 30 von diesen. Ja, also da liegen wir dann vielleicht bei 1,8 bis 2 Kilo bei der Lösung. Auch nicht wirklich besser. Gut, nehmen wir mal spaßeshalber an. Wir würden jetzt zumindest allen Strom decken können, indem wir Kameraakkus mitnehmen. Das funktioniert nicht, weil ich mit Kameraakkus nicht mein Handy aufladen kann, beispielsweise. Aber nur mal spaßeshalber. Ein so ein Akku wiegt circa 35 Gramm. Kommt ungefähr hin. aber ich habe es auch nachgewogen, ja. Könnten auch halt noch ein paar Gramm Abweichung sein. Aber sagen wir mal, er würde 35 Gramm wiegen. Der hat 7,5 Wattstunden. Also für 10 Stück wären wir bei 75. Das heißt, wir brauchen 40 Stück für unsere 300 Wattstunden und 40 mal 35, Moment. Entschuldigung, ich bin natürlich doof und kann nicht rechnen. Also das wären 1,4 Kilo. Das wäre jetzt bisher die effizienteste Lösung. Kann kein Mensch bezahlen und man kann damit auch wirklich nur die Kamera betreiben. Wäre aber rein vom Energie-Gewicht-Verhältnis bisher am optimalsten. Aber immer noch doof, ne? Gut, jetzt müssen wir mal ins Internet gucken. Das tut mir jetzt leid, dass ich jetzt hier mit dem Handy rumspielen muss, aber weil ich besitze das Teil noch nicht. Eventuell kaufe ich es mir noch oder sowas ähnliches. Jetzt zum Beispiel von Anker. Anker finde ich dahingehend gut, weil ihr Solarpanel mir gefällt. Das besitze ich ja schon, dazu kommen wir noch. Von Anker gibt es auch Powerbänke. Das ist so ihr Hauptverkaufszweig, was die so bauen, sind Powerbank und ähnliches.
Und die haben eine 20.100 mAh External Akku. Der hat tatsächlich auch 5 Volt und kommt damit auf roundabout 100 Wattstunden. Ne? So ungefähr. Das Teil wiegt, und das ist jetzt wirklich ziemlich gut. Und da kann man sich dann auch schon fragen, ob da wirklich 100 Wattstunden drin sind, weil das fast schon ein bisschen zu gut klingt, um wahr zu sein. Und der eine oder andere Rezensent schreibt auch, nachdem er nachgemessen hat, dass das nicht ganz hinkommt, was das Ding angeblich leisten soll, tut es wohl nicht. Manche Rezensenten sind auch begeistert. Gut, man weiß natürlich wieder nicht, wie immer auf Amazon, wie viele Rezensionen da gekauft worden sind. Muss man natürlich auch noch dazu sagen. Aber wiegen tut das 350 Gramm. So, und davon müsste ich jetzt noch 3 mitschleppen, um eben meinen Energiebedarf zu decken. Und dann wäre ich bei sage und schreibe gerade mal 1050 Gramm. So, angenommen stimmt, was da drin ist. Gut, also, soweit sind wir jetzt schon mal ganz schlau. Was überhaupt keinen Sinn macht, ist das hier. Viel zu teuer, vor allen Dingen viel zu teuer. Das hier macht auch keinen Sinn, weil das kann wirklich kein Mensch bezahlen. Die kosten 50 Euro oder was das Stück, vergesst es. Das hier wäre wenigstens nicht mehr ganz so teuer, aber immer noch sauschwer. Aber 3 solche Powerbänke mitschleppen, da sind wir dann preislich, das muss man ja auch noch dazu sagen, sind wir da bei aktueller Preis auf Amazon, Moment, na, böses Handy, wirst du wohl, 33,99 Euro pro Stück, also bei knappen 100 Euro, ein bisschen über 100 Euro. Auch nicht toll, aber wäre jetzt in Ordnung. Das könnte man schon bezahlen, alle anderen Alternativen sind auch nicht unbedingt billiger. Gut, ja, also, das ginge. Man könnte auch versuchen, noch größere Akkus mitzunehmen, dann braucht man vielleicht nur 2 Powerbänke, aber dann wiegen die pro Stück auf 500 noch was Gramm und dann kommt man auf ein ähnliches Gewicht wie jetzt mit der Lösung mit den 3 Powerbänken. Also, das ist möglich. Ja, ich sage ja nicht, das geht nicht. Und ich habe mich lange mit mir selber quasi gekloppt und auch mit Evelyn diskutiert, ob wir lieber viele Powerbänke mitschleppen wollen oder lieber Solarpanel-Lösung mit Nachladen unterwegs sozusagen. Weil gewichtstechnisch nimmt sich's eigentlich nicht viel. Das große Problem jetzt, warum wir uns letztendlich nicht für die viele Akkus mitschleppen, sondern lieber für die Solarpanel-Version, dazu komme ich natürlich auch noch gleich, entschieden haben, ist vor allen Dingen der Grund, dass die Akkus, die Powerbanks, kälteempfindlich sind. Weiß man, wenn es kalt ist, verliert so ein Akku an Kapazität. Und wir werden, zwar wir rechnen jetzt nicht mit Dauerfrost, das wird es mit Sicherheit nicht geben, aber doch Temperaturen, die niedrig genug sind, dass ein gewisser Kapazitätsverlust bei den Akkus eventuell stattfindet. Außerdem sind wir auch mal irgendwo oben im Kalten unterwegs, wir werden auch mal temporär irgendwo ins Kalte hochsteigen und was immer wir an Akkus mitschleppen, wird alles das Problem haben, dass es einen gewissen Leistungsverlust aufgrund von Kälte eben entsprechend hat. So, wie viel das jetzt genau ist, ich rechne einfach mal mit 20%. Und wenn ich mit 20% rechne, dann komme ich mit 3 Powerbanken bei der 3-Powerbank-Lösung auch schon wieder nicht mehr hin. Weil wenn mir da 20% fehlen, dann sind das immerhin 60, ja, das sind immerhin 60 Wattstunden. Jetzt könnte ich natürlich sagen, gut, dann nimmst du halt nochmal eine zusätzliche Powerbank mit, die halt eben nochmal 60 Wattstunden liefert, beziehungsweise einfach nochmal eine vierte von den 100 Wattstunden teilen. Dann wäre man auch wieder versorgt. Dann wäre man gewichtstechnisch allerdings bei 1,25 bis 1,3 Kilo, so irgend sowas um den Dreh für eben die Stromversorgung. Dann allerdings auch wirklich auf der sicheren Seite, muss ich zugeben. Wäre also auch eine mögliche Lösung. Wer das so machen möchte, kann das so tun. Dann ist man auch wahrscheinlich wirklich, wirklich auf der sicheren Seite. Und die 300 Watt Rechnung, die ich gemacht habe, die ist ja auch schon recht optimistisch. Es besteht jetzt allerdings, und das kommt jetzt noch erschwerend dazu, auch wieder als Argument, die Möglichkeit, dass ich zum völligen Filmeholic werde und außerdem noch Langzeit Sternenaufnahmen machen möchte mit der Kamera und
die ganze Zeit nur am E-Book hänge und wir Beziehungskrise kriegen und deswegen regelmäßig irgendwelche stressabbauenden Spiele auf dem Handy spielen müssen oder was auch immer, ja? Ich weiß es ja nicht, keine Ahnung, oder ich will 18 Mal zu Hause anrufen, weil ich da tatsächlich einen Berg mitten in Grönland finde, auf dem es Handyempfang geben könnte. Ich wage es zu bezweifeln, aber vielleicht, ne? Und für solche Vielleichts und solche Eventualitäten und die Möglichkeit, tatsächlich kein Limit zu haben, was man maximal an Strom verbrauchen darf, bis man zurück in der Zivilisation ist, dass man also nicht einen Vorrat, der endlich ist, dabei haben kann, muss, soll, sondern tatsächlich die Möglichkeit hat, unterwegs Strom zu erzeugen, finde ich einfach schön, den Gedanken. Das gefällt mir sehr. Auch wenn es nicht unbedingt zwingend effizienter ist. Weil dann sind wir bei Solarpanel. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Was ich vorher hatte, also mein altes, deswegen habe ich jetzt ein neues, weil ich damit nicht mehr ganz glücklich war, zumindest jetzt nicht für die Grönland-Tour, das zeige ich euch jetzt mal kurz. Das ist von, im Mediamarkt gekauft, kann ich ja ruhig so sagen, von Dörr. Das ist vielleicht jetzt auch nicht die krasse Hightech-Marke, aber hat gut funktioniert. Es funktioniert auch immer noch, wunderbar, alles tadellos. Verarbeitung ist in Ordnung, absolut in Ordnung. Was kann das? Es hat hier eine Tasche, die kann man hier aufmachen. Und da drin ist die Technik zum Dinge anschließen, zwei USB-Ports, hier ein Knopf, da drückt man drauf, dann geht es an, dann lädt es auch, wenn jetzt was angeschlossen wäre. Hier gibt es dann so blaue LEDs, die einem dann gegebenenfalls, hat er das scharf gestellt? Das Blöde ist, dass er jetzt gerade auf mein Gesicht fixiert ist. Jetzt hat er es aber scharf gestellt. Wie dem auch sei, jedenfalls gibt es da so blaue LEDs, die halt sagen, wie viel Strom ist noch drin. Zwei USB-Anschlüsse und fertig. Ja? Und sobald du da was anschließt und den Knopf drückst, dann lädt das auch. Es kann höchstens passieren, das ist der eine Nachteil, den ich bisher an dem Ding entdeckt habe, also technischer hat, dass irgendwann mal das zwischendurch ausgeht, der Ladevorgang. Wenn man was anschließt, was nur sehr wenig Strom braucht und nur sehr langsam lädt, beispielsweise ein iPod Nano, also diese ganz, ganz kleinen, ne? Also diese kleinen viereckigen, der muss man immer wieder drauf drücken, hin und wieder. Sonst geht der wieder aus. Ne? Aber egal, was kann das noch? Es hat hier ein Aufstellerchen, das finde ich ganz praktisch. Je nachdem, wie lang man diese Kordel hier macht, ihr seht, da ist so ein Stopper dran, kann man den dann mehr oder weniger weit ausklappen und damit kann man das dann schön auf den Tisch, auf die Wiese oder sonst wo stellen, damit es halt zur Sonne hin ausgerichtet ist. Das ist ganz praktisch. Unbedingt brauchen tut man das nicht, weil da, wo ich unterwegs bin, nicht da, wo ich wohne, aber da, wo ich unterwegs bin, da gibt es Steine. Und dann kann man sich da auch was improvisieren. Also wirklich brauchen tust du das echt nicht. Das ist ganz praktisch. Aber wenn ich sie jetzt nochmal auf Tour mitnehmen würde, würde ich mir das vorher abschneiden, weil das wiegt auch was und das ist einfach Quatsch. Das braucht kein Mensch. Auch wenn es schön ist, wenn Gewicht keine Rolle spielt, dann kann man es ja dran lassen, aber das ist bei mir ja nicht der Fall. Man kann in dieser Tasche auch noch wunderbar irgendwelches Ladezubehör unterbringen und wir haben hier zwei große Solarpanelen-Gerät und die haben bei fast allen Dingern, die ich im Internet gefunden habe, vielleicht noch bei den richtig, richtig teuren, mag es vielleicht ein bisschen besser sein, aber bei den allermeisten, die man im Internet findet, hat ein so ein Teil bei völliger Besonnung und im Idealfall, also wirklich, wenn alles wunderbar tipptopp funktioniert, 5 Watt pro Stunde an Leistung gibt es weiter an das angeschlossene Gerät bzw. an den Akku. Ein so ein Ding. Davon gibt es 2, also 10 Watt. Maximaler Ladestrom 10 Watt pro Stunde halt eben entsprechend. Bei einer Stunde so dastehen und in den hellsten Sonnenschein halten, hast du danach 10 Watt. Das ist gut. Ja? Damit kann man sich doch eigentlich wirklich anfreunden, wenn man da mal so drüber nachdenkt. Das heißt, man müsste lediglich über eine Tour von 2 Wochen 30 Stunden diesen hier machen und man hätte seinen kompletten Stromverbrauch, den man während der ganzen Tour hat, damit eben entsprechend gedeckt. Jetzt startet man ja die Tour nicht völlig ohne Akkus. Wenn ich eine Solarpanel mitnehme, habe ich ja trotzdem noch ein bisschen Akkus dabei. Im Fall von diesem Solarpanel ist integriert ein 1000 mAh, 10.000 mAh Akku, der hat, Moment, ich muss es nachlesen, in Wattstunden hat er
37 Wattstunden. Das ist auch nicht schlecht, damit würde man dann starten. Dann hätte ich noch ein paar Kameraakkus dabei, dann wäre ich vielleicht bei Strom zu Tourbeginn etwa 60 Wattstunden als Reserve erstmal. Und wenn man von denen die ersten meinetwegen 10 verbraucht hat, dann kann man langsam mal anfangen mit Nachladen in der Mittagspause, Nachladen abends nach dem Zeltaufbau, Nachladen morgens vorm Zeltabbau und theoretisch kann man sich das Ding beim Laufen auch hinten auf den Rucksack hängen. Genauso, also und es hat halt, wie gesagt, einen integrierten Akku. Ich muss also nicht zwingend extra immer einen Akku anschließen oder irgendwas anschließen, was halt eben entsprechend Strom aufnehmen kann. Das ist schön, das ist gut, das hätte man auch nehmen können, aber die wiegt mit allem drum und dran, inklusive dem Zeug, was ich sonst abschneiden würde, 610 Gramm. Ohne allerdings, dass irgendwelche Kabel schon angeschlossen sind und irgendwelche Ladegeräte da in der Tasche drin sind. Ich habe mal irgendwann behauptet, knapp ein Kilo. Das lag daran, dass ich dann noch in der Tasche halt eben sämtlichen Kabelsalat und so weiter und so fort drin hatte. Jetzt reden wir wirklich nur vom Panel selber, ohne dass irgendwas angeschlossen ist. Dann sind wir bei 610 Gramm. Dieses Ding hier wiegt 430 Gramm. Das ist schon mal schön, aber hat keinen Akku. So gesehen ist eigentlich die Lösung für knappe 180 Gramm mehr, dafür aber noch einen ganze 37 Watt Akku drin. Eigentlich vom Gewicht, Leistungsverhältnis her sehr toll. Das Blöde ist jetzt bloß, dieses Ding hier hat, auch wenn das eigentlich nicht schlecht klingt, nur 10 Watt Ladeleistung, also solare Ladeleistung, maximal. Denn bei diesen Solarpanelen sollte man zumindest meiner Meinung nach immer im Hinterkopf behalten, die Angabe ist maximal. Ja? Also wirklich bei knalle Sonne und direkter Ausrichtung auf die Sonne. Sobald das auch nur ein bisschen schräg wird, der Winkel, wie das Licht einfällt, ne? Oder das Ding liegt hier auf dem Boden und die Sonne steht so, dann ist die Leistung, die das Ding bringt, erheblich geringer. Das nennt man Lambertsches Gesetz. Das ist die Intensität der Lichteinstrahlungsenergie je nach Winkel. Und wenn der auch nur ein bisschen schräg ist, dann ist es gleich deutlich weniger Energie pro Fläche. Ja? Habe ich mal in Meteorologie und Klimatologie lernen dürfen, das Lambertsche Gesetz. Funktioniert auch bei Solarpanelen. Ist eigentlich wichtig fürs Weltklima, aber egal. Deswegen Neuanschaffung, dieses Teil. Und was stellen wir fest? Huch, da ist eins mehr. Das hat also maximal 15 Watt bei knalle Sonne. Und erstens mal heißt das, dass ich, wenn ich 2 Stunden in der Sonne hocke und diesen hier mache in Richtung Sonne, sämtliche meine Kameraakkus, die ich überhaupt dabei habe, aufladen kann. Das reicht dann wieder für 3 Tage. Das ist gut. Das bedeutet auch, dass ich die Gesamtzeit, die man über die gesamte Tour in der Sonne hocken muss und diesen hier machen muss, von 30 Stunden auf 20 Stunden verkürzt. Und das ist der wesentliche springende Punkt, es ist auch möglich, sollte mir irgendwann mal unterwegs der Strom ausgehen, selbst bei miesen Lichtverhältnissen, mit der Leistung von dem Teil immer noch genug Strom zu erzeugen, dass überhaupt was lädt. Ja? Also dann muss ich vielleicht wirklich ein bisschen sparsam mit meinen Akkus umgehen. Sollte zum Beispiel die komplette Tour über mieses Wetter sein, das ständig bewölkt sein. Aber ich habe schon ausprobiert, selbst bei richtig bewölkt und nicht wirklich Sonnenschein, lädt das Ding immer noch mit circa 3,5 bis 4 Watt. Also lediglich nachts lädt es dann halt gar nicht mehr, das ist klar, ne? Über Nacht aufladen mit einem Solarpanel, schwierig. Die Nächte sind aber kurz in Grönland. Das heißt, es ist oft viel Licht. Und wir rechnen auch nicht mit regelmäßig schlechtem Wetter. Es ist eigentlich zumindest die erste Hälfte der Tour ist eine relativ trockene Ecke. Jetzt gibt es noch weiterhin Leute, die übrigens bei der Anwendung von Solarpanelen daran zweifeln, dass die in Grönland funktionieren. Dazu einfach mal ein bisschen überlegen. Wo kriegt man Sonnenbrand? In der Wüste, klar, ja. Ist in der Wüste die Sonne powervoll und kann man da gut mit Solarpanelen arbeiten? Sicher. Heißt das aber zwingend, dass das aus irgendwelchen Gründen, ich weiß auch nicht, wie ihr darauf kommt, automatisch am Pol nicht funktionieren soll oder an den Polen oder zumindest nah dran. So nah sind wir jetzt auch wieder nicht oben. Wir sind ja nur auf dem 72. Breitengrad, glaube ich. Also das hält sich noch in Grenzen. Jedenfalls, warum soll das da nicht funktionieren?
Denkt mal ein bisschen nach. Das, was hier zur Energieverwendung draufkommt, ist UV-Strahlung. Das ist nicht Licht per se, sondern vor allen Dingen die UV-Strahlung, die energiereiche Strahlung, die energiereichen Spektrenbestandteilen vom Licht. Bestandteile vom Lichtspektrum, so rum, sind ja die Ultravioletten, ne? Also die kurzwellige Strahlung, und die gibt viel Energie ab. Und die ist es auch, die Sonnenbrand macht. So, und wo kriegt man Sonnenbrand wie Bolle, wenn man sich nicht richtig einschmiert? Oben auf den Bergen, wo es zwar kalt ist, wo aber die Sonne trotzdem enorm viel Kraft hat. Die gibt nicht viel Wärme ab, aber die ist trotzdem von der UV-Strahlung her saumäßig intensiv. Und UV-Strahlung ist das, was Sonnenbrand macht und was die Akkus auflädt. Und an UV-Strahlung mangelt es im Norden ja gar nicht. Am Norden mangelt es an Gesamtstrahlung und an Aufwärme, und an Fläche, die eben entsprechend erwärmt werden kann. Und da gibt es viele Faktoren, warum es im Norden kalt ist. Das will ich jetzt auch gar nicht erklären. Aber an UV-Strahlung mangelt es eben nicht, weshalb man da auch so schnell einen Sonnenbrand kriegt. Auf den Bergen und im hohen Norden geht das ja rucki-zucki. Weshalb es einfach aus meiner Sicht, aus meinem Verständnis, kein Argument gibt, weshalb das im hohen Norden nicht funktionieren soll. Sie können auch in der Antarktis und in der Arktis wunderbar mit Solarpanelen arbeiten, um eben Strom zu erzeugen, solange es gerade hell ist. Vorausgesetzt ist natürlich, dass es hell ist. Also, das sehe ich nicht ein. Warum soll das nicht funktionieren? Ne? Verstehe ich nicht. Und ja, aber klar, man kann auch mal argumentieren, das Wetter ist die ganze Zeit schlecht. Und in der Polarnacht im Winter ist es auch eine bescheuerte Idee. Dann wird es nämlich gar nicht hell und dann kriegst du auch null Strom. Ist richtig. Aber wir sind ja nicht im Winter. Daher müsste das funktionieren, ja? Gewichtrechnung. Gewichtrechnung. Dieses Teil wiegt also 417 Gramm. Jetzt ist da überhaupt kein Akku verbaut. Das heißt, ich muss mindestens irgendeine kleine Powerbank zusätzlich mitnehmen, weil ich nicht immer direkt entweder einen Kamera-Akku aufladen möchte oder mein Handy anschließen. Ich möchte mein Handy sowieso generell gar nicht anschließen, kommen wir auch gleich noch dazu. Sondern ich muss noch zumindest eine kleine Powerbank mitnehmen. Und da bin ich momentan dabei, wirklich zu diesem Ding zu tendieren. Das wiegt nämlich eben lächerliche 150 Gramm und hat immerhin, wie eben erwähnt, fast 25 Wattstunden Kapazität. Das sind immerhin drei zusätzliche Kamera-Akkus, also von den großen, beziehungsweise vier von denen ungefähr. Und das ist in Ordnung. Das würde mir eigentlich als Puffer reichen, wenn ich sehe, oh Gott, es gibt jetzt wirklich eine richtig miese Schlechtwetterfront. Und selbst bei einer Schlechtwetterfront, dann nimmst du hier die Seite, wo die Ladeanschlüsse sind. Die sind hier in dieser Tasche, habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Also hier auch ganz normal einfach so ein kleines Kästchen und da sind zwei USB-Anschlüsse. So, und das kannst du ins Innere vom Zelt legen und unter dem Zelt hindurch, also unten raus, kannst du einfach das Ding rauslegen. Und selbst wenn es regnet und total bewölkt ist, das gibt immer noch, ja, 2-3 Watt reicht auch noch. Und wenn wir zum Beispiel einen Tag lang Ruhetag machen und das Zelt die ganze Zeit aufgestellt ist, dann kann den ganzen Tag über das Ding da draußen liegen und 2-3 Watt produzieren. Über 12 Stunden oder was. Und das sind dann auch 20 bis 30 bis 35 oder was insgesamt Watt. Und das reicht dann wieder problemlos aus, um all meine Akkus wieder aufzuladen. Und wir machen ja unterwegs Ruhetage. Und angenommen, wir haben unterwegs einen Ruhetag, an dem schönes Wetter ist, heiter Sonnenschein. Das könnte man ja auch entsprechend legen, dass man ausgerechnet gerade zum Zwecke der Stromgewinnung an so einem Tag Ruhetag macht. Und dann haben wir da 14, 15, 16 Stunden eben entsprechend knalle Sonnenschein. Wo wir teilweise auch fast die 15 Watt Leistung haben, sagen wir mal, wir hätten durchschnittlich 10 Watt Leistung, dann kann ich an einem Tag, wenn es richtig gut läuft, vielleicht tatsächlich 100 Watt oder was machen. Ja? Und da sind die Kapazitäten zur Stromgewinnung mit dem Ding wirklich, wirklich, wirklich hoch. Und die sind halt erheblich höher als mit dem Teil. Weshalb ich den Vorteil mit dem eingebauten Akku bei dem insgesamt doch höheren Gewicht von dem Ding, das verfliegt dann so ein bisschen. Weil mit dem Akku hier dazu, der nur 150 Gramm wiegt, sind wir hier beim Gesamtgewicht von vielleicht 10 Gramm oder 20 Gramm unter der Lösung. Dazu muss natürlich noch ein Kabel, aber das ist egal, weil Kabel bräuchte man bei der Lösung auch. Also ich habe ja immer nur, ich nehme ja nicht noch 15 zusätzliche Kabel mit, sondern 2 insgesamt. Oder vielleicht noch 3, weil ich noch 1 brauche mit einem anderen Anschluss, weil das hier leider ein Apfeltelefon ist. Und damit leider einen anderen Anschluss braucht als, ne, alles andere, was mit Micro-USB arbeitet.
was bei allen meinen anderen Geräte tun, bis auf leider dieses Apfelding. Das ist schon zugegebenermaßen etwas nervig, aber es gibt auch so ganz dünne, ganz leichte Apfelladekabel. Die sind zwar nicht original, aber hat bisher auch gut funktioniert, habe ich schon reichlich getestet. Also das Risiko gehe ich jetzt einfach mal ein. Und wenn wir merken, oh Gott, wir können das Handy nicht mehr aufladen, dann machen wir das Handy einfach aus und dann bleibt der Restakku tatsächlich nur für Notfälle eben noch entsprechend auf dem Handy. Bla bla bla. Kostenpunkt dieser Lösung, wäre vielleicht auch nochmal ganz interessant. Was diese Powerbank gekostet hat, ich habe keine Ahnung. Aber vergleichbare in ähnlicher Qualität gibt es für 20 Euro. Schätzungsweise. Das Ding hier hat gekostet, ich meine, irgendwas circa 70 Euro. Und ich möchte an dieser Stelle herzlichen Dank sagen für eine Büchersendung, The Unsung Hero. Du wirst dich hoffentlich erinnern, falls du zuschaust. Ich mag mich dazu auch noch äußern, aber ich habe das Buch noch nicht gelesen, deswegen dauert das ein bisschen. Aber du hattest mir auch noch einen Amazon-Gutschein mitgeschickt. Auch dafür vielen herzlichen Dank. Der war zwar von dir gesehen, vorgesehen für Bücher, hätte ich auch was gefunden, aber es hat sich gerade so angeboten und ich dachte, ich behalte dich in guter Erinnerung, indem du quasi anteilig dich an meinem neuen Solarpanel beteiligst. Ich hoffe, das ist auch okay. Also ich glaube, sowas circa 70 Euro, irgend sowas um den Dreh. Da sind wir also für die Gesamtlösung, Strombedarf für die Tour. Voraussetzung ist natürlich, dass man bereits ein paar Akkus für die Kamera und so weiter und so fort besitzt, aber davon gehe ich aus. Kaum jemand, der eine Kamera besitzt, hat nur einen einzigen Akku dafür, kann ich mir nicht vorstellen. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Aber dann sind wir bei einer Gesamtlösung so um die 90 Euro. Um die 100 Euro bei der Powerbank-Mitschlepp-Variante mit Reserve dafür, dass es kalt ist, sind wir dann bei etwa 130 Euro, so ungefähr. Das ist ein bisschen teurer, aber gut, das macht jetzt die Sau nicht mehr wirklich fett vielleicht. Also so sehe ich das zumindest. Natürlich hätte man auch noch das Ding hier nehmen können, dann wäre man halt mehr mit Laden beschäftigt. Vor allen Dingen, der Haken ist, da hier reicht die Leistung, wenn es wirklich bewölkt ist, fast nicht mehr aus, um was irgendwie halbwegs effizient noch aufzuladen. Also 10 Watt ist einfach zu wenig. Mit 15 Watt kannst du eigentlich bei fast jedem Wetter zumindest noch ein bisschen Strom erzeugen, mit 10 Watt nicht mehr. So meiner Erfahrung nach. Und ich habe das jetzt auch nicht groß gemessen mit irgendwelchen Geräten, die ich da angeschlossen habe, sondern das sind so Langzeiterfahrungswerte, weil der Strom wechselt ja auch dauernd. Mal ist gut, mal ist nicht so gut, dann reißen die Wolken auf, dann hast du plötzlich wieder fast 15 Watt, dann kommt die nächste Wolke, dann bist du wieder runter bei 5, irgendwie so. Ne? Deswegen... Ich kann sagen, dass ein so ein Akku aufladen, so ein 7,5 Wattstunden Akku, das dauert mit Netzteil daheim an der Steckdose schätzungsweise 2 bis 2,5 Stunden, so irgendwas um den Dreh. Ich habe es nie genau gestoppt, aber das bin ich mir ziemlich sicher, dass es irgendwas da dazwischen sein muss. Das hat gedauert bei durchschnittlichem Wetter, also schon auch mit Sonne zwischendurch, aber immer mal wieder eine Wolke, mit dem Solarpanel. 3 Stunden. Na? Also Solarpanel hat bei halbwegs vernünftigem Wetter ungefähr die gleiche Leistung wie, also die können ja auch nur begrenzt Leistung aufnehmen. Du kannst ja noch eine so fette Stromquelle dran schließen, dann explodiert dein Akku. Ja? Also der Ladestrom darf ja auch nicht beliebig hoch sein. Und so gesehen kann wirklich so ein 15 Watt Solarpanel mit einer Steckdose im Regelfall mithalten, hat teilweise sogar mehr Leistung als eine Steckdose, was für den Akku nicht zwingend gesünder ist, aber was theoretisch erreicht werden kann, weil halt eben die Ladegeräte, die hier angeschlossen werden, das weniger gut runterdrosseln, was da rauskommt. Und wir haben hier halt einen Ladestrom, wenn man nur einen Port verwendet, beziehungsweise pro Port von maximal, zumindest laut Hersteller, das soll wohl auch nicht immer ganz stimmen, wenn man dem Menschen auf Amazon glauben kann, der das kritisiert, aber von maximal 2,4 Ampere. Das ist schon ordentlich. Und das ist, glaube ich, mehr als das reguläre Ladegerät, Netzteil-Ladegerät für diese Akkus zulässt. Deswegen erklärt sich die ungefähr gleiche Ladezeit, beziehungsweise die, wenn man es in die Prallsonne hängt, wahrscheinlich sogar noch deutlich kürzere Ladezeit, wenn man das Solarpanel nimmt. Wichtig, 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 bei Verwendung irgendwelcher Solarpanel ohne integrierten Akku. Ich würde kein teures Smart-Gerät, egal welches und egal wie sehr Anker betont, dass die Geräte genau für sowas gebaut sind, betonen sie nämlich, ich würde trotzdem mein Smart-Gerät nicht direkt anschließen wollen, weil es zu viele Berichte gibt, dass dadurch der Akku vom Smart-Gerät geschädigt worden ist.
Vielleicht ist da auch jemand zu blöd gewesen, ich weiß es nicht, aber es sind für meinen Geschmack wirklich einfach zu viele Berichte und zu viele kritische Rezensionen, die man bei verschiedenen Solarpanelen dazu lesen kann, dass die einem den Akku halt auch eben beschädigen können. Weil diese Smart-Geräte mit ihrer integrierten Ladeautomatik, das ist wohl bei Apfelgeräten schlimmer als bei Android, ich weiß es nicht, ist mir auch egal, aber damit kommen die nicht zurecht, wenn der Strom, der reinkommt, schwankt. Wenn es mal 2 Wattstunden sind oder mal 3 oder mal 20. Damit kommen die einfach nicht so ganz zurecht, das dann jeweils anzupassen. Deswegen bricht der Ladevorgang, wenn man sowas anschließt, ständig ab, sobald sich an der Spannung, die reinkommt, irgendwas ändert. Das heißt, da hat man nicht wirklich was von, weil man das Ding nie vollkriegt, weil man es dauernd kontrollieren muss und immer wieder abziehen und neu einstöpseln, damit es wieder anfängt zu laden. Und das ist noch bestenfalls, schlimmstenfalls wird der Akku tatsächlich kaputt gemacht und das wollen wir ja alle nicht haben. Deswegen werde ich das Ding hier immer nur so aufladen, dass ich vorher das Ding hier auflade. Hier übrigens auch mal ein Kabel, damit wir das wenigstens mal gesehen haben. Tada, ein Kabel. Und ja, so wäre dann eben entsprechend der Plan. Gewichtstechnisch ist das hier die leichteste Lösung, weil ich nehme dann 4 Akkus, also beziehungsweise vielleicht nicht über die leichteste, aber sehr nah dran. Rechnen wir es durch. Das Ding wiegt 430 Gramm. Das Ding wiegt 150 Gramm. Dann sind wir bei 580 Gramm, wenn mich nicht alles täuscht. Oder 570. Weiß ich jetzt gerade schon nicht mehr. Sagen wir mal, es sind 580. Jetzt kommen 4 Akkus a 35 Gramm dazu. Das macht rund 700. Rund. Und dann kommen noch 2 Akkus, die 2 Original-Sony-Akkus mit 25 Gramm ungefähr, da habe ich zugegeben, habe ich ihn nicht nachgewogen. Dann sind wir bei knapp nochmal 50 Gramm für die Sony-Akkus. Dann kommen noch der Kabelsalat dazu, aber der würde bei jeder Variante dazukommen, deswegen lasse ich den einfach mal außen vor. Und dann sind wir bei so rund 750, lass es 800 Gramm sein für diese Stromlösung. Und naja, das ist zumindest mal leichter als 4 Powerbänke. Da wären wir ja bei 1,2 Kilo ungefähr. Wenn wir das Risiko nehmen und nur 3 Powerbänke mitschleppen, dann wären wir bei etwa 900 Gramm. Dann sind wir mit der Solarlösung immer noch ein bisschen leichter. Ja gut, komfortabler, das muss man auch zugeben, ist natürlich eine Powerbank-Lösung. Da musst du dich nicht dauernd drum kümmern, dass dein Solarpanel möglichst optimal zur Sonne ausgerichtet ist. Andererseits sind wir da zu zweit. Das heißt, wir teilen uns auch die Arbeit mit dem Solarpanel. Das macht es dann auch wieder ein bisschen einfacher. Also Solarpanel ist natürlich auch dann spannend, wenn man wirklich vorhat, komplett autark über einen noch längeren Zeitraum als 2 Wochen unterwegs zu sein und immer noch einen hohen Energieverbrauch hat. Wobei, okay, wenn man komplett autark für immer unterwegs sein möchte, dann ist der Energieverbrauch egal. Egal wie niedrig der ist, früher oder später werden deine Akkus leer sein und dann musst du sie aufladen und dann kommst du ohne Solarpanel natürlich nicht klar. Ist logisch. Also für jemanden, der sowas vorhat oder wirklich so richtig krasse Expeditionen, da gibt es gar keine Alternative. Nicht wirklich. Was man dann auch noch allerdings sagen muss, wo sind Solarpanels, selbst wenn sie potenziell Sinn machen würden, wie jetzt in meinem Beispiel, wenn ich jetzt nicht in Grönland unterwegs wäre, sondern beispielsweise im tropischen Regenwald, würde dann Solarpanel Sinn machen? Auf keinen Fall, weil da bist du immer im Schatten. Ja, das ist also blöd. Auch andere Touren, die man so machen kann auf dem Planeten, die überwiegend durch Wald verlaufen, beim borealen Nadelwald ist es wieder kein Problem. Der ist so lichtdurchflutet, dass da immer reichlich Licht unten ankommt. Da könnte man also auch problemlos mit dem Solarpanel arbeiten. Schwieriger wird es halt bei so richtig dichten Wäldern, auch im Buchenwald. Unser Buchenwald im Sommer kannst du mit dem Solarpanel auch kannst du vergessen. Da kriegst du vielleicht 1 Watt raus aus meinem oder 2, aber mehr auch nicht. Und dann lohnt sich das einfach nicht mitzuschleppen, einfach aus Gewichtsgründen. Ne? Da wäre man dann mit dem gleichen Gewicht in Powerbanken 10-mal länger und 10-mal effizienter unterwegs, als wenn man da unbedingt auf Teufel komm rauf eins auf Solarpanel macht. Es sei denn, man möchte, wie gesagt, über einen langen Zeitraum der Zivilisation den Rücken kehren, dann führt kein Weg dran vorbei, weil da muss man mit irgendwas nachladen. So, und jetzt hatte ich ja versprochen, ich mache am Ende noch einmal die Kurbel. Wir sind am Ende angekommen und deswegen mache ich jetzt noch einmal die Kurbel. Achtung, Kurbeln startet und das ist natürlich ein bisschen laut, müsst ihr jetzt durch.
Jetzt. Kurbel, Kurbel, Kurbel. Kurbel, Kurbel. Man muss schön kontinuierlich kurbeln, mindestens so schnell wie jetzt. Also das ist die geringste mögliche Geschwindigkeit, was ich jetzt gerade mache. Man kann schneller. Und vor allen Dingen ist es sau anstrengend für die Hand, die das Gerät hält. Die verkrampft sehr schnell. Und jetzt beginnt der Arm langsam taub zu werden, beziehungsweise müde. Und generell macht das einfach keinen Spaß. Und ja, ich halte schon nicht mehr lange durch. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Klar, man kann natürlich trainieren, wenn man stärker und ausdauernder und alles ist als ich. Und das war's dann aber auch. Und dann hast du wirklich, also ich habe jetzt überhaupt keine Lust mehr noch weiter zu kurbeln, beziehungsweise ich kann jetzt auch nicht mehr. Die Hand verkrampft völlig, der Unterarm entsprechend auch. Muss wirklich richtig fest festhalten. Die Kurbel ist jetzt nicht so schwergängig, aber dass man da ständig diese Bewegung macht, das ist schon irgendwann, das geht wirklich auf den Arm. Und man hat dann tatsächlich irgendwann keine Kraft mehr und kann nicht mehr weiter kurbeln. Und so ein Kurbel-Session, wie ich sie jetzt gerade gemacht habe, bei einem uralten iPhone, dem zweiten, iPhone Generation 2, von Anfang an gesehen. Damit war ich mal in Jotunheim unterwegs, also in Schweden. Und da war das meine Stromquelle unterwegs, um nachzuladen. Ich hatte aber eigentlich auch nur an technischen Geräten, nur das Handy und eine Kamera dabei. Die war aber damals noch so stromeffizient, und ich habe ja eh nur Fotos gemacht. Ich konnte gar nicht filmen, das gab es da noch nicht. Und dafür hatte ich genug Akkus. Die musste ich also gar nicht nachladen, das hat gereicht, problemlos. Mit dem Ding habe ich im Wesentlichen mein Handy aufgeladen. Und das ging, das war aber nicht schön. Und ich habe das Handy auch wirklich bloß für zu Hause anrufen und vielleicht insgesamt über die gesamte Tour von 10 Tagen habe ich vielleicht mal 5, 6 Stunden Musik gehört oder irgendwie sowas. Weil ich mal zwischendurch einfach ein bisschen Zivilisations auf den Ohren gebraucht habe. Ich hatte auch nichts zu lesen dabei und irgendwann wird es dann doch langweilig. So ganz alleine. Ja, langweilig ist das falsche Wort, aber man will mal zwischendrin mal so eine kleine Ablenkung haben. Nicht jeder, aber ich muss sagen, also wenn ich lange genug in der Stille der Natur gewesen bin, die ich ja sehr genieße, dann habe ich hin und wieder gegen ein bisschen angemessene Musik auch nichts einzuwenden. Angemessene Musik, wohlgemerkt. Ja, aber damals ging das. Das Schöne ist, ich habe keine Ahnung, wie lange so ein Solarpanel hält. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass es ewig hält. Kann ich mir nicht vorstellen. Dieses Teil, da kann ich es mir schon vorstellen. Weil was ist das? Das ist ein Dynamo, die uralte Dynamo-Technik. Millionenfach angewendet und einfach super, super solide. Da drin sind Magneten, die sich drehen und durch diese Drehung Spannung erzeugen. Und das gibt Strom, logisch, ne? Und ich weiß nicht, wie man das Gerät kaputt kriegen soll. Ich kann es mir nicht vorstellen und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass ich das Teil nach wie vor habe. Auch wenn die Leistung, die man damit zusammenbekommen kann, hui, aber dafür funktioniert es immer. Also sollte die Sonne mal erlöschen, ich habe noch Strom. Ja? Aha. Ist überhaupt kein Problem, ich bin vorbereitet. Gut, ja, ich denke, das soll es gewesen sein. Ja, mehr fällt mir nicht ein. Schweren Herzens habe ich mich eben halt hierfür entschieden, auch wenn mein altes Solarpanel wirklich auch nicht schlecht gewesen wäre. Allein eben die dritte Zelle, ne? Also die dritte große Zelle. Eine einzelne Zelle ist, glaube ich, noch mal ein bisschen kleiner. Funktioniert gut, also kann ich nichts Negatives drüber sagen. Vielleicht noch kurz zur Verarbeitung, wie das hier vernäht ist. Beispielsweise da hier kann man es hoffentlich sehen. Das ist in Ordnung. Das ist jetzt nicht doppelt und dreifach. Das wäre mir für ein Autoprodukt, ehrlich gesagt, zumindest doppelt vernäht, fände ich cool. Halten wird es trotzdem. Ja, also was soll denn da groß passieren, wenn man da ein bisschen drauf aufpasst. Die werben offiziell im Internet, glaube ich, oder zumindest steht es irgendwo dabei, mit Spritzwasser geschützt. In der Gebrauchsanweisung steht, nichts Spritzwasser geschützt. Kontakt mit Flüssigkeiten generell vermeiden. Erfahrungsgemäß gibt es aber auch viele Leute, die eben berichten, dass sie das, was ich eben beschrieben habe, unterm Zelt durchschieben, einfach die Anschlüsse draußen halten. Und solange das nur nass wird, dass das wohl nicht schlimm ist, das glaube ich allerdings auch irgendwie. Kann mir nicht vorstellen, was da kaputt gehen soll, wenn es da ein bisschen drauf regnet. Würde ich allerdings nur machen, wenn es unbedingt notwendig ist.
ein richtiges Outdoor-Produkt, das so richtig nachweislich IPX-Schieß-mich-tot-Standard wasserdicht ist, das wäre natürlich noch schön, aber dafür zahlt man dann gleich nochmal viel, 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 viel mehr Geld. Und diese richtigen Outdoor-Solarpanel, die sind auch nochmal deutlich schwerer, weil die einfach generell heftiger verbaut sind, mit mehr Stabilität und so weiter und so fort. Also heißt, das geht nicht sofort kaputt. Man sollte allerdings ein bisschen vorsichtig damit umgehen. Ich werde es auch bestimmt nicht einfach so hinten in den Rucksack reinstecken und ich wollte es auch nicht fallen lassen. Auch wenn das jetzt aus der Höhe wohl kaum Schaden angerichtet hat. Gucken wir nochmal nach. Nein, alles gut. aber auch später sollte man es wohl nicht fallen lassen. Man sollte es auch nicht irgendwo in den Rucksack stopfen, wo es wirklich allzu sehr ständigen Druck ausgesetzt ist. Deswegen vielleicht auch nicht unbedingt direkt an die Rückenplatte, vielleicht auch nicht unbedingt direkt ins Bodenfach, wo man den Rucksack dann aufstellt. Also ich werde es einfach teilweise einfach noch in meine Regenjacke einwickeln, beziehungsweise in meine Regenhose, damit es noch ein bisschen zusätzlich gepolstert ist. Das wäre der Plan. Außerdem ist es dann relativ weit außen, weil die Regenklamotten habe ich immer griffbereit. Damit habe ich automatisch mein Solarpanel immer griffbereit. Bei gutem Wetter Solarpanel rausholen, bei schlechtem Wetter Regenklamotten rausholen. Kann man immer irgendwas rausholen. Ist doch schön. Jo, aber jetzt reicht's. Sind wir durch. Und das war ein weiterer Teil aus der Reihe übertrieben gut vorbereitete Grönland-Tour. Mach's gut. Und nicht betüxen lassen, bitte. Danke.